Salut, bienvenue, mes amis. Hier ist wieder Kurs für den Bett. Am 21. März 2024 wird ja jetzt das Remake Roadhouse veröffentlicht, und zwar weltweit auf Prime. Und wie gesagt, ein Remake. Es gab also einen vorherigen Film schon mal, und zwar 1989, damals gespielt von Patrick Swayze. Dieses Mal wird es Jake Gyllenhaal sein, der einen ehemaligen UFC-Mittelgewichtskämpfer spielt, bis ihn dann auf Florida Keys verschlagen wird, wo er dann als Türsteher arbeitet. Und naja, wie soll es sein, wenn natürlich ein ehemaliger UFC-Mittelgewichtskämpfer im Raum steht, ja, dann kann man schon mal denken, dass da ziemlich viel Action los sein wird in dem Film. Ja, und so ist es dann wohl auch, wie man es bisher lesen kann, laut Handlung, begibt er sich dann auch auf, stell dich eins mit auf Leben und Tod, wie man so sagen kann. Und wie gesagt, 1989 gab es diesen Film bereits schon einmal, damals in der Hauptrolle Patrick Swayze. Und meine Frage ist es eigentlich nur mal an unsere Filmgemeinschaft hier. Was meint ihr? Und natürlich alle anderen sind auch mit gerne gefragt, ja. Was meint ihr? Ist das wieder so eine Sache, wo man sagt, ja, lieber das Original oder nee, diesmal ist vielleicht doch das Remake ganz gut vielleicht gelungen, denn es gibt ja schon einige Trailer dazu zu sehen, sowohl von damals Patrick Swayze zum Vergleich dann zu Jake Gyllenhaal, habe ich unten verlinkt, könnt ihr euch mal reinschauen. Wie meint ihr, kommt das so rüber? Ist das schon mal wieder so Nostalgiewelle, wo man sagt, okay, ja, nee, Swayze, der hatte es drauf, der war toll damals. Bei Gyllenhaal ist der Trailer, wenn man ihn sieht, dann ist es doch ja schon ein bisschen actionreicher, jedenfalls sieht es so aus. Der alte Trailer mit Swayze sah gemütlicher aus, irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie, es hat irgendwie ein Flair halt drin. Und jetzt so richtig aufgepowert mit Gyllenhaal, wo man sagt, okay, könnte wirklich nochmal was anderes sein, auch wenn die Geschichte jetzt nicht neu ist. Aber wie gesagt, das letzte Mal, 1989, ist bereits schon 35 Jahre jetzt her. Und es könnte sehr interessant werden. Wenn ihr jetzt den Trailer seht, also und vergleicht mit dem Original, mit dem neuen, was habt ihr für einen Eindruck? Könnte das was werden? Ist es interessant für euch, dass ihr sagt vielleicht, okay, ja, das ziehe ich mir wirklich mal rein, ja, das interessiert mich schon wirklich sehr. Oder sagt ihr, ach nein, das sieht schon wieder so enorm neu aus und hat schon wieder keinen Charme, so. Was meint ihr, gebt ihr diesem Remake von 2024 jetzt eine Chance oder sagt ihr, nö, ich bin Patrick Swayze-Fan und so bleibt's auch, der war einzigartig darin. Das würde mich mal interessieren, meine Lieben, diese Frage stelle ich jetzt mal an euch alle hier, sowohl die Film-Community an sich, als auch die anderen Zuschauer, die jetzt vielleicht mein Video sehen werden und anklicken werden, hoffentlich, ja. Und schreibt das mal bitte in die Kommentare, was ihr meint, was das für einen Eindruck auf euch so hinterlässt, fürs Erste. Denn, wie gesagt, Ersterscheinungstermin, wie man liest, ist generell der 8. März 2024. Auf Prime wird es dann veröffentlicht weltweit, generell am 21. März 2024. Ja, wenn das dann wirklich da kommt, wo ich es jetzt gerade gesagt habe, dann werde ich mir den Film auch mal anschauen. Ja, also auf jeden Fall hat mich, ich sage nicht, was ich dazu jetzt gedacht habe, denn ich möchte euch nicht beeinflussen. Sagt einfach mal gerne eure Meinung, interessiert mich wirklich brennend, denn es gibt ja so einige Remakes, die sehr, sehr gut geworden sind oder ebenbürtig oder vielleicht sogar besser, aber manchmal auch wirklich ein Griff in die Kiste war, wenn ich es mal netter ausdrücken möchte. Ja? Von daher einfach mal bitte eine kleine Diskussion hier unten unter den Kommentaren, wie was ihr meint, ob ihr ein gutes Gefühl habt oder eher nicht. Bis dahin sage ich jetzt erstmal Salut, ich bin Tobi Sami und ich freue mich auf eure Kommentare. Tschüss!